Ich kann mich erinnern, es war so Mitte der 90er, als eine Nachricht die Runde machte und man sich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Helmut Kohl hatte ein ökonomisches Wunderkind entdeckt. Er war ja nun nie so als, ich sag mal so, als Freund der Start-Upper bekannt. Dieser junge Mann hatte gerade die Volljährigkeit hinter sich gebracht, galt als unternehmerisches Genie und sein Name war Lars Windhorst. Ich weiß nicht, ob Helmut Kohl oder Lars Windhorst mehr von dieser Partnerschaft profitiert haben. Das Interessante war, wir haben natürlich so als Spiegeljournalisten extrem spöttisch auf diesen jungen Mann geguckt. Der Grünschnabel und was will der denn? Und so, und wie sich das gehörte, hat er sich dann natürlich auch im Zuge der ersten Dotcom-Blase. Aber sehen Sie doch bitte selbst, wir haben einen Einspieler vorbereitet. Wunderkind der deutschen Wirtschaft. Kaum eine Beschreibung kommt ohne dieses Lob aus, das Bundeskanzler Helmut Kohl dem damals 16-jährigen Unternehmer aussprach. Im noch jungen Computer- und Elektronikmarkt etablierte sich Windhorst zunächst in der Manier des echten Dotcom-Entrepreneurs. Als Schüler verkaufte er selbstgebaute PCs im Laden des Vaters. Mit seinen ersten Firmen, der Windhorst Electronics GmbH und der Windhorst AG, expandierte er rasch im asiatischen und europäischen Markt. Die Asienkrise verpasste dem Aufstieg der Firmengruppe einen schweren Dämpfer. Zum Konkurs und der Privatinsolvenz des Youngstars führte jedoch erst der Zusammenbruch der New Economy 2003. Unternehmerisches Ungestüm tauschte Windhorst nun mit Instinkt und Beharrungsvermögen, sodass er bereits 2004 die Unternehmensgruppe Sapinda mitgründete und mit internationalen Investments auf Erfolgskurs führte. Erzählen Sie uns bitte davon, Herr Windhorst, von der Kunst des unternehmerischen Neuanfangs. Ja, und zuerst kommen Sie doch mal bitte auf die Bühne. Wo ist Herr Lars Windhorst? Schön, dass Sie da sind. So, und selbst die Wirtschaftswoche... Selbst die Wirtschaftswoche, die jetzt nun nicht als Kuschelblatt bekannt ist, schön, dass Sie da sind. Danke. Wie bei EasyJet, Free Seating, ja. Suchen Sie sich was aus, egal. Also selbst die Wirtschaftswoche, die nun wirklich nicht immer nur nett ist, hat, wie fanden Sie das, Stand der Rastlose, nach zwei Pleiten will das einzige Wunderkind jetzt seriös in Unternehmen investieren, sie bekämen Spiel mit hohem Risiko. War das okay? War okay. Hat Sie das überrascht? Jein. Auf der einen Seite ist die Journalistin, die diesen Artikel geschrieben hat, eigentlich dafür bekannt, dass sie fast ausschließlich eher negative Artikel über Personen oder über Unternehmer schreibt. Von daher hatte ich zunächst, als ich davon Wind bekam, dass diese Journalistin einen Artikel über mich schreiben möchte, ein hohes Maß an Skepsis und einige in meinem Umfeld waren auch etwas besorgt, was dann jetzt wieder kommt. Aber letztendlich war es dann doch eine faire und eigentlich objektive Berichterstattung. Von daher kann ich mit dem Artikel gut leben. Es gab ja auch andere. Es gab viele andere. Ja, wir haben das Bild ja mit Helmut Kohl gesehen. Wenn Sie das jetzt einfach mal so, 20 Jahre später so nochmal so zurückdenken, das war alles ein bisschen früh und ein bisschen viel, oder? Ich würde heute natürlich viele Dinge anders machen und sehe vieles auch heute anders, als ich es damals gesehen habe. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das, was passiert ist, zurückdrehen möchte, wenn ich könnte. Alles in allem hatte ich 21 sehr interessante, teilweise extrem schwierige und extrem schmerzhafte, aber auch schöne unternehmerische Jahre. Und natürlich kann man immer im Rückblick vieles anders sehen und hätte, wenn und aber alles in allem fühle ich mich heute mit dem, was ich erreicht habe und mit dem, was hoffentlich noch vor mir steht, sehr wohl und bin glücklich und habe eigentlich jeden Tag eher viel Spaß und Freude an der unternehmerischen Tätigkeit, als dass es das Gegenteil der Fall wäre. Das klingt so wahnsinnig glücklich. Lassen Sie uns vielleicht doch noch mal, vielleicht kommen wir doch einfach mal zur ersten Pleite.
Sie haben Elektronikteile in Asien gekauft und in Europa oder in Deutschland zusammengebaut und weiterverkauft. Richtig. Ist jetzt nicht von der Geschäftsidee jetzt nicht so neu, aber es hat funktioniert. Ja, ich hatte keinen speziellen unternehmerischen, keine spezielle unternehmerische Idee oder keinen speziellen unternehmerischen Traum in einem bestimmten Gebiet irgendwas Neues zu erfinden oder was Neues zu kreieren, sondern ich wollte einfach seit vielen Jahren, seitdem ich glaube ich 10, 11 bin, seit sehr, sehr jungen Jahren wollte ich ein unternehmerisches Imperium aufbauen. Das war so mein sehr abstrakter Wunschtraum. Haben Ihre Eltern das mal versucht, mit einem Kinderpsychologen zu behandeln? Nein. Also normalerweise will man Feuerwehrmann werden oder Astronaut? Oder? Nein, leider nicht, denn ich würde selbst sehr gerne wissen, warum ich speziell in so jungen Jahren dieses Ziel und diesen Traum im Kopf... Das war drin. Also das war drin und das ging und geht auch nicht wieder weg. Und ich kann mir bis heute nicht genau erklären, warum das so passiert ist und warum das so ist. Also es wäre sicher sehr interessant, das rauszufinden. Ich bin in dieses Elektronik- und Computergeschäft eigentlich per Zufall gekommen. Ich wollte irgendwas machen. Mir war eigentlich egal, womit ich Geld verdienen hätte können. Und dieser Bereich bot sich an, weil als ich 13, 14 Jahre alt war, das war 1990, 1991, da war der Computermarkt, das ganze Computer-Business gerade erst im Entstehen und was völlig Neues und das sehr interessant. Das waren so die ersten Playstations. Das waren die ersten PCs, ja. und 286er und 386er. Ja, ja, ja. Und ich bin per Zufall da an dieses Thema gekommen durch meinen Vater, der einen PC hatte und in diesem Bereich tätig war. Habe den mal auseinandergebaut, zusammengeschraubt, auseinandergebaut, nicht mehr zusammenbekommen. Habe dann gesehen, dass die Komponenten alle aus China sind und habe dann meinem damaligen Kunden, einem 65 Jahre alten Grafikdesigner, der mir 10 D-Mark pro Stunde gab, damit ich ihm unterrichtete, wie man Computer benutzt, dem habe ich gesagt, pass auf, ich brauche keine 10 D-Mark mehr, sondern ich brauche ein imposantes und beeindruckendes Logo für Windhorst Computer, weil ich die Handelskammern in Asien anschreiben will, um rauszufinden, wer denn diese Komponenten produziert und wer davon in Europa eine Niederlassung hat. Und so bin ich dann... Sie waren 13, 14? 15. 15. Ja. Hm? Eindrucksvolles Logo, weil das die Asiaten... Dann nehmen Sie es ernst. Genau. Okay, so begann das alles. So begann das. Sie wurden schnell reich. Sie haben die. Nein, das war ein sehr, sehr kleines Geschäft. Das fand statt nachmittags in der Regel, parallel zur Schule. Morgens Schule, nachmittags habe ich mich darum gekümmert. Und der Wendepunkt war im Sommer 1993, weil mein Hauptlieferant, das war eine taiwanesische Computerfirma mit Niederlassung in Düsseldorf. Der Hauptlieferant, eigentlich ein chinesischer Geschäftsführer, rief mich an und hat mir dann gesagt, hier, ich wollte mich von Ihnen verabschieden, ich verlasse das Unternehmen. Ich habe dann gesagt, Mensch, wir kennen uns jetzt anderthalb, zwei Jahre. Es war nicht persönlich, sondern nur übers Telefon, aber ich bin doch bestimmt einer der guten Kunden mittlerweile. Da meinte er, ja, du bist einer der drei größten Kunden. Ich sage, okay, das heißt, ich bin ein sehr guter Verkäufer, weil ich mache das nur part-time. Morgens gehe ich zur Schule. Dann sagt er, welche Schule? Ich sage, Highschool. Gymnasium. Das geht doch gar nicht. Wie alt bist du denn? Ich bin 16. Das kann ja nicht sein. Ich muss dich kennenlernen. Ich so, okay, dann treffen wir uns. Ja, ich besuche dich. Ich werde dich besuchen nächste Woche. Ich sage, nein, nein, ich besuche dich, weil ich war natürlich besorgt, wenn er mich besucht, dass er noch geschockter ist, wenn er dann sieht, was er davor findet. Also habe ich ihn besucht und bin mit einem Zug nach Düsseldorf gefahren. Er wollte mich am Bahnsteig abholen. Und es war nur weit und breit ein Chinese zu erkennen bei den vielen Leuten, die da warteten. Und da war mir klar, das muss er sein. Ich bin auf ihn zugerannt und habe gedacht, hey, Mr. Chang. Dachte, ja, das bin ich. Ich bin Lars Windhorst, wir haben Termin. Was? Guckt mich an. Du bist ja 12 und kein 16. Ich sah mit 16 jünger aus als 16. Das war dann schon das erste Schock für ihn. Ich sage, nein, ich bin wirklich 16. Und der hat nur im Kopf geschüttelt und meint, okay, lass uns in die Altstadt gehen. Darauf muss ich erstmal ein Altbier trinken. Dann sind wir in die Altstadt gegangen, haben dann Abend gegessen. Und das wurde dann immer später, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, Mitternacht. Ich hatte kein Handy damals, das gab es noch nicht so richtig. Und habe dann meine Eltern auch nicht angerufen. Letzten Zug verpasst. Die haben dann schon die Polizei informiert, weil ich verschwunden war. Und bin dann erst morgens zurückgekommen. Und mir war klar, ich muss diesen Chinesen gewinnen. Es hat dann zwar noch einige Wochen gedauert, aber irgendwann im September 1993 hat er dann gesagt, okay, ich mache mit. Da habe ich dann meiner Mutter gesagt, so, jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt sofort die Schule abbrechen, weil der Chinese fängt bei meiner Firma an.
Da sagt er, tickst du nicht mehr ganz? Chinese? Fängt bei deiner, wovon redest du? Ich sage, ja, ich habe einen Chinesen kennengelernt und der ist extrem gut vernetzt. Der kennt alle Lieferanten. Der kennt alle Lieferanten und Produzenten und wenn wir uns zusammentun, dann besorgt er die Produkte günstiger, schneller, besser als andere und ich kann sie besser als er es kann hier in Deutschland verkaufen. Das wird ein Riesenerfolg, das werde ich jetzt wahrnehmen. Das ist eine einmalige Chance in meinem Leben. Da meint er, ja, das ist ausgeschlossen, du machst Abitur, gehst studieren. Und ich sage, nein, es gibt kein Zurück, ich werde jetzt nicht mit der Schule gehen, das geht nicht. Und dann hat meine Mutter mit meinem Vater gesprochen, was sagst du denn dazu, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht. Und dann sind wir zur Schule gegangen und hat die Schuldirektorin, Gott sei Dank, sich auf meine Seite gestellt und hat gesagt, Frau Windhorst, das hat keinen Sinn, der ist nicht mehr bei der Sache, lassen Sie ihn gehen. Nicht beschulbar heißt nicht beschulbar. Das, glaube ich. Und ich biete Ihnen einen Deal, wenn es nicht klappt und er auf die Nase fällt, dann kann er wiederkommen. Und kann einfach dann die 11. Klasse dann praktisch neu wiederholen. Und verliert somit nur ein Jahr, wie bei so einem Schüleraustausch, Studentenaustausch. Ja, und durfte ich dann Gott sei Dank nach diesem Kompromiss die Schule abbrechen und habe dann mit dem Chinesen im Oktober 1993 fulltime das erste Mal zu 100% mich auf das Geschäft konzentrieren können. Und dann eben angefangen mit Windhorst Computer. Und wie lange ging das dann gut? Ich kann mich erinnern, wir haben das eine Bild auch gesehen mit diesem Modell von dem Hochhaus. Das sollte der Windhorst Tower in Hanoi? Genau, es gibt im Prinzip zwei Kurven, die korrelierten. Die eine Kurve war der öffentliche Wirbel und der öffentliche Bekanntheitsgrad. Das ging so. Und die andere Kurve war der geschäftliche Erfolg. Der ging dann so. Und je mehr PR und je mehr Zeit ich verwendet habe mit Interviews und Talkshow und vielen Dingen, die im Prinzip nicht unbedingt geschäftlich und betrieblich notwendig waren, je schlechter lief das Geschäft, sodass es eigentlich die ersten ein, zwei Jahre sehr erfolgreich war. Das dritte Jahr lief auch noch okay, das vierte Jahr ging schon richtig bergab und dann im fünften Jahr war ich dann eigentlich schon in richtig großen Schwierigkeiten. Wir sind jetzt Ende der 90er, ne? Wir sind, ja, 94 war mein erstes volles Geschäftsjahr. Das lief hervorragend. Da kannte mich auch noch niemand. Da war ich 17. Ich bin dann November 94 18 geworden und kurz vor meinem 18. Geburtstag rief das erste Mal überhaupt in meinem Leben mich ein Journalist an von der Neuen Westfälischen Zeitung aus meinem Ort, wo ich da aufgewachsen bin, wo ich den Betrieb gegründet hatte. Und der meinte, hören Sie mal, Sie haben hier ein Unternehmen, Sie sind doch gar keine 18. Wie geht denn das? Ich sage, ja, mein Vater ist da eingetragen, das funktioniert. Ja, aber ich höre, dass Sie hier jeden Tag bei der Sparkasse Hunderttausende, manchmal sogar Millionen einzahlen. Was machen Sie denn da? Was ist da eigentlich los? Kann ich Datenschutz war auch früher offenbar schon ein heißes Thema. Ne? Ich höre von der Sparkasse, ja, ist okay, toll. Kann ich Sie mal interviewen? Ich sage, ja, natürlich, gerne, kommen Sie vorbei. Weil ich war natürlich total froh und sehr begeistert davon, endlich mal meinen ehemaligen Klassenkameraden über die Presse mitteilen zu können, dass ich nicht zurück zur Schule komme, sondern dass ich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hatte. Also habe ich dann den Journalisten empfangen und habe ihm gesagt, okay, das Glas ist nicht nur halb voll, sondern ganz voll und wir erobern jetzt die Welt und in China sind wir schon so groß und jetzt ist ja doppelt so groß. Und dann war das auch dann einen Tag später auf der Titelseite dieser Zeitung und einen Tag später eigentlich auf der Titelseite von vielen Zeitungen in Deutschland. Und somit wurde ich dann im Oktober 1994 mit 17 Jahren über Nacht sehr bekannt. Das war ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Auf der einen Seite hat es viele, viele positive Dinge gebracht und war extrem interessant und hat viele unglaubliche Kontakte weltweit mir eröffnet. Aber es hat auch eben was Negatives gebracht, weil ab dem Zeitpunkt bin ich schrittweise mehr und mehr abgehoben und habe mich immer weniger darauf konzentriert, dass mein Geschäft monatlich erfolgreich wirtschaftet, sondern war eigentlich sehr stark mitgerissen und getrieben von den öffentlichen Erwartungen, von den tollen Talkshows und Interviews und Presseterminen und habe eigentlich immer versucht, die nächste PR-Sensation zu kreieren und habe mich eben nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert. Gab es da einen Zusammenhang zwischen dieser plötzlichen Popularität, also dass dann auch viele Kunden meinetwegen gesagt haben, oh, der Angeber oder der ist so jung, mit dem wollen wir keine Geschäfte machen? Also war dieses, ich sag mal, der Hype auch geschäftsschädigend? Nee, das war eigentlich eher positiv, weil es natürlich viele Kunden gab, die gerade deswegen gerne
mich kennenlernen wollten oder mit uns ins Geschäft kommen wollten. Und auch auf der Finanzierungsseite war es dann auch eigentlich einfacher, bei Banken und Investoren Gelder zu bekommen, als das vorher der Fall war. Wie viel Geld haben Sie so im besten Jahr umgesetzt damals? Was war der Umsatz von Im ersten Geschäftsjahr 1994 waren das knapp 80 Millionen D-Mark, dann im zweiten Jahr 180 Millionen D-Mark, dann im dritten Jahr über 200 Millionen D-Mark, 94, 95, 96 und dann ging es eigentlich 97 auch schon erheblich bergab. Zumal ich parallel mit dem öffentlichen Interesse und dem dadurch stattfindenden Bekanntheitsgrad habe ich dann das Interesse verloren, mich nur auf das Boxenschieben zu konzentrieren und habe dann auch durch die vielen Auslandsreisen, wo ich teilweise den damaligen Bundeskanzler begleiten durfte, viele neue spannende Projekte in vielen interessanten Ländern kennengelernt, auf die ich mich gestürzt habe, die viel interessanter waren als das in meinen Augen damals dann langweilige und öde Geschäft, Computer hier in Deutschland zu verkaufen. Also habe ich das Kerngeschäft vernachlässigt und mich angefangen, in viele verschiedene Bereiche zu begeben und mich auch dadurch dann verzettelt, weil es zu viele Aktivitäten waren in vielen Bereichen, von denen ich gar keine Ahnung hatte und von denen ich gar keine Erfahrung hatte. Wie fühlt sich so eine Insolvenz dann an, wenn man so von über 200 Millionen dann auf Existenzminimum? Ja, das in meinem Fall kommt dazu, dass es eben nicht nur eine Insolvenz meiner Unternehmensgruppe war, sondern ich hatte Gelder eingesammelt für ein neues Internetunternehmen, was ich im Jahr 2002, 2001 an die Frankfurter Börse bringen wollte und habe dann persönlich für diese Gelder, die ich eingesammelt habe, gebürgt, sodass ich dann, als Ende 2003, Anfang 2004 mein Unternehmen zusammenbrach, ich auch für mich persönlich dann Insolvenz anmelden musste. Und das war eine extrem schwierige und extrem schmerzhafte, teilweise auch deprimierende Phase. Ja, ganz kurz zum Praktischen, das ist dann die Privatinsolvenz? Die Privatinsolvenz, wo man nach 7 Jahren wieder sauber ist. Genau. Okay. Genau, ja. Und es war dann halt, die täglichen Herausforderungen bestanden dann auf einmal darin, eine Prepaid-Mobilkarte für ein Telefon zu bekommen, dass man wieder telefonieren kann, weil kein Vodafone oder T-Mobile wollte mir einen Handyvertrag geben. Wenn die ihren Namen bei Schufa eingegeben haben, dann gab's kamen so Totenköpfe. Kamen Totenköpfe, ja? Genau. Ja. Und das Gleiche, ich konnte kein Konto aufmachen bei keiner Bank, ich konnte keine Kreditkarte bekommen. Ja, es war wirklich extrem schwierig. Dazu kommt natürlich auch in meinem Fall, dass ich nicht nur über wenige Tage, sondern über Wochen permanent eine sehr umfassende negative Presseberichterstattung dann bekommen habe und ich das Gefühl hatte, dann, dass mich fast irgendwo jeder mittlerweile kannte oder glaubte zu kennen und ich dann nicht mehr ungestört ins Restaurant gehen konnte irgendwo, weil Leute dann sich umdrehten und anfingen zu tuscheln. Das war also wer bezahlt extrem, denn das wohl, ne? Dachten die alle. Genau, das war schon sehr unangenehm und ich habe das große Glück gehabt, dass zwei von den Gläubigern oder Investoren, die auch durch die Insolvenz Geld verloren haben, mir trotzdem eine zweite Chance gegeben haben, sodass ich innerhalb von wenigen Monaten wieder mit einem neuen Unternehmen neu starten konnte. Aber nochmal in diesem Moment, wo das dann alles so, das sind ja dann auch unangenehme Termine vor Gericht und man muss sich die ganzen hässlichen Zahlen nochmal angucken, blöde Gespräche führen, gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Goa zum Meditieren oder also ich lasse das hier alles sein? Das gab es schon hin und wieder, aber interessanterweise hat das nie lange angedauert. Ich hatte öfter solche Momente in dieser Phase, aber die waren meistens nach einem Tag, vielleicht maximal zwei Tagen, drei Tagen waren die wieder vorbei. Es ist nicht so, dass ich dann über Wochen in dieser Stimmung war. Es gab kein Loch, keine Depression. Aber ich habe es immer wieder geschafft, in kurzer Zeit mich irgendwie wieder da rauszuziehen. Weil Sie so sind oder weil Sie da irgendwelche Tricks oder Techniken haben, da rauszukommen? Heute würde ich sagen, habe ich Tricks und Techniken, wenn es mal erheblichen Stress oder erheblichen Druck gibt, wie ich damit umgehe. Damals
Im Alter von 25, 26 Jahren habe ich das eigentlich nicht gehabt, sondern das ging ziemlich schnell bei mir, dass wenn ich mich ausgeklinkt habe oder einfach dachte, es ist alles egal, ich stelle mein Telefon aus für einen Tag, dass ich dann nach ein, zwei Tagen damit auch nicht glücklich war und auch mich wieder gedrängt hat, an die Front zurückzugehen und mich auch den Dingen dann zu stellen. Und das aber Sie hatten dieses Gefühl, da geht noch was. Also Sie wussten, Sie kommen wieder raus. Ich habe auch letztendlich bis auf ein, zwei wenige Ausnahmen, das waren aus heutiger Sicht taktisch Fehler, aber ich habe auch sonst eigentlich mich allen Problemfällen, allen Gläubigern, allen in Anführungsstrichen Feinden, die mich attackiert haben, gestellt. Also ich bin dann wirklich über Wochen, Monate, da das weltweit ja verstreut war, bin ich über Wochen, Monate wöchentlich, täglich Langstrecke geflogen und dann in Economy Class und dann, wie es der Zufall so will, immer Mittelplatz, immer zwischen schreienden Kindern, 12 Stunden Hongkong, einen Tag Aufenthalt, 12 Stunden zurück, dann 2, 3 Tage in Berlin, 12 Stunden Tokio, wieder Mittelplatz, schreiende Kinder, Meeting, wieder zurück. Das ging dann über einige Wochen, Monate so, weil ich alle Leute persönlich besucht habe und versucht habe, mich dort zu entschuldigen, mich zu stellen, sie zu beruhigen, um die Situation nicht noch zu verschärfen, dass Leute dann eben auch emotional wirklich wütend werden und neben der reinen finanziellen Forderung zusätzlich noch emotional mich dann angreifen. Und ich habe es dann also geschafft, eben nicht 7 Jahre lang in der Privatinsolvenz zu stecken, sondern ungefähr 1,5 Jahre. Dann ist es mir gelungen, in dieser kurzen Zeit einen außergerichtlichen Vergleich hinzubekommen, wo dann 88% der Köpfe der Gläubiger und ich glaube 83% der Summe zugestimmt haben gegen einen kleinen, verhältnismäßig kleinen Betrag, das Insolvenzverfahren zu beenden, sodass ich dann aus der Privatinsolvenz relativ schnell wieder entlassen wurde. Das ging nur und war nur möglich, weil ich es geschafft habe, eben diese Mehrheit der Gläubiger zu gewinnen und davon zu überzeugen, dass es besser ist, mir eine zweite Chance zu geben und erstmal auf dem Papier auf die Forderung zu verzichten, die eh nicht wirklich eintreffbar war, und mir zu vertrauen, dass wenn ich wieder auf die Füße komme, es nicht zu deren Nachteil sein wird. Und das hat erfolgreich funktioniert und das war der Grund, warum ich dann eben nach kurzer Zeit wieder aus der Privatinsolvenz entlassen werden konnte. Ihr neues Unternehmen heißt Sapinda, verdient Geld. Das heißt, Sie zahlen jetzt noch die alten Gläubiger aus? Nein, das ist im Wesentlichen schon seit 1,5, 2 Jahren ungefähr abgeschlossen. Also mit denen sind Sie jetzt sauber? Genau. Und haben die noch wieder Geld gekriegt, als Sie welches hatten? Oder war das mit diesem, ich sag mal, mit diesem vorgezogenen Verfahren erledigt? Rein rechtlich war das natürlich erledigt, aber ja. Es gab natürlich Fälle, wo die Investoren nicht Institutionen waren, sondern Privatpersonen, und wo man dann, obwohl es auf dem Papier keine Forderung mehr gab, dann trotzdem einen Weg gefunden hat, denen etwas in der Form zugute zu kommen oder denen etwas zurückzuzahlen, sodass man eine Situation, dass ich dann eine Situation erreicht habe, wo nicht nur effektiv finanziell, sondern auch emotional und moralisch die Beziehung mit denen wieder gekittet war und die dann mir nicht mehr negativ eingestellt waren, sondern im Gegenteil positiv eingestellt waren und dann auch bereit waren, mit mir wieder Geschäfte zu machen. Es gibt natürlich auch Institutionen, große Unternehmen oder Banken, bei denen das gar nicht geht. Die haben das Insolvenz abgeschrieben. Wenn ich dann da ankomme nach 10 Jahren oder nach 7 Jahren und sage, ich will jetzt hier was zahlen, dann sagen die, wogegen? Es gibt ja gar nichts. Es gibt keine Forderung mehr. Ja, wir machen hier auch immer so ein bisschen, die Zeit rennt, aber wir machen auch immer hier so ein bisschen was zum Lernen. Das hier sind überwiegend Vertriebsmanager, die natürlich jedes Jahr gigantische Boni einstreichen und deswegen nicht wissen, wohin. Ja, die wollen investieren. Sapinda sammelt Geld ein und investiert es nicht mehr für elektronische Bauteile aus Taiwan. Was machen Sie heute? Sapinda selbst sammelt kein Geld ein. Es ist also nicht so, dass Investoren sich an der Sapinda-Gruppe direkt beteiligen können, sondern die Sapinda-Gruppe ist
in 100% in festen Händen, in Privatbesitz. Und Sapinda hat zwei Aktivitäten. Die Kernaktivität ist das Investieren des eigenen Kapitals in Unternehmensbeteiligung. Es gibt dort zwei verschiedene Beteiligungen, zwei verschiedene Arten von Beteiligung. Die eine Art der Beteiligung sind strategische, langfristige Beteiligungen, wo wir als Sapinda-Gruppe in der Regel entweder einen Mehrheitsanteil halten und, oder zumindest einen Kontrollanteil halten und auch sehr aktiv mit dem Management gemeinsam das Unternehmen unterstützen und entwickeln. Dann gibt es passivere Finanzbeteiligungen, wo wir zwar auch versuchen, so weit wie möglich supportive zu sein und Mehrwert zu bringen, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen, aber das sind eher Beteiligungen, die nicht strategisch sind, sondern wo wir einfach investieren, um kurzfristig oder mittelfristig Geld zu verdienen. Und dort sind wir eher opportunistisch und investieren in verschiedenste Branchen und haben heute ein Portfolio von ungefähr, ich glaube, 19 verschiedenen Beteiligungen und bewirtschaften dieses Beteiligungsportfolio aktiv. Und Was ist die verrückteste von den 19 Beteiligungen, wo Sie sagen, das ist immer ein sicherer Lacher oder Stauner? Es gibt da ein, zwei, vielleicht sogar drei sehr exotische Beteiligungen, die ich da erwähnen würde. Zum einen haben wir einen Mehrheitsanteil in einem Unternehmen, welches Straftäter überwacht, und zwar mit satellitengesteuerten elektronischen Fußfesseln. Also Uli Hoeneß zum Beispiel, wenn der Freigang hat. Ich frage nur. Ja, gut. Genau. Dann schöne Schlagzeile, ne? Windhorst checkt Hoeneß, das ist nicht schlecht. Ja. Dann, nehmen wir schon mal mit von heute. Dann gibt es einen faszinierenden Trend, der mir sogar ein wenig fern liegt. Das ist aber ein immens wachsender Riesenmarkt. Und zwar geht es um Computerspiele. Es gibt heute Hunderte von Millionen von Menschen auf der Welt, die diese Online-Spiele spielen und da wie gebannt am Computer sitzen. Und es gibt auch Millionen von Menschen, die sich im Fernsehen anschauen, wie andere Teams gegeneinander Computerspiele spielen. Mhm. Also ähnlich wie Leute, die Tennis oder Fußball gucken, schauen die im Fernsehen, dass andere Computerspiele-Teams gegeneinander spielen. Und das ist also ein Unternehmen, was auch zu unserem Beteiligungsportfolio gehört und was eigentlich ein ziemlich verrücktes Geschäftsmodell ist. Aber das hat sich in den letzten zwei Jahren exorbitant Ich kann Ihnen nur von meinem Sohn berichten. Der wäre jetzt fast in die Games League of Legends, oder? League of Legends, das ist das. Wäre genau, er fast in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Er sagte so, die nächsten drei Stunden dürft ihr mich auf gar keinen Fall, ich habe Aufstiegsspiel. Ja, und wir haben, es gibt also ein Unternehmen, das ein Livestreaming macht, also genau. von diesen Events, und das eben über Internet kann man sich das anschauen. Das heißt Twitch, mhm, ist an Google verkauft worden, und es gibt den Hauptkonkurrenten oder ein Verbleibensunternehmen, was eben noch unabhängig ist, das zum großen Teil zu unserer Gruppe gehört, was genau das Gleiche macht. Und dann wird auch kommentiert, ne, wie genau, die gegeneinander genau spielen, ja, und richtig, so. Das richtig, ist, wie, richtig. Ist der Hammer. Die Kernbeteiligung unserer Gruppe sind in sehr altmodischen, traditionellen Bereichen. Wir haben drei Kernbeteiligungen in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung und Landwirtschaft, Bergbau und Öl und Gas, Upstream. Und das sind heute drei unabhängige börsennotierte Unternehmen. Das eine Unternehmen hat 700 Millionen Euro Börsenkapitalisierung, gehört mehrheitlich zur Gruppe. Das ist das Öl- und Gasunternehmen. Das Bergbauunternehmen ist in Frankfurt notiert, hat ungefähr 300 Millionen Euro Börsenkapitalisierung, 280, 300. Und das Agri-Unternehmen ist auch börsennotiert in Europa mit 160, 180 Millionen Börsenkapitalisierung. Und das sind also für uns drei wichtige Kernbeteiligungen, die wir sehr aktiv weiterentwickeln, wo wir auch in diesen Beteiligungen ein sehr hochkarätiges Management-Team haben, welches auch am Eigenkapital wiederum dieser Unternehmen und somit am Erfolg der Unternehmen auch beteiligt ist. Zum Schluss, jemand, der Sie gut kennt, hat gesagt, der Lars war früher so ein Einzelkämpfer, so ein bisschen, heute würde man sagen, Nerd oder sowas. Inzwischen ist er ein Teamplayer geworden. Stimmt das?
Dass ich früher ein Einzelkämpfer war, das stimmt sicher. Und dass ich heute eher ein Teamplayer bin, es stimmt bedingt. Ich bin immer noch jemand, der letztendlich bei wichtigen Entscheidungen das letzte Wort gerne haben möchte. Auf der anderen Seite ist es aber heute so, dass die Struktur der Sapinda-Gruppe überhaupt nicht vergleichbar ist, in keinster Weise mit der Struktur meines ersten Unternehmens. Wir haben heute bei uns in der Gruppe einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, Investmentkomitee, wir haben in den einzelnen Beteiligungsfirmen... Roland Berger ist im Beirat, ne? Genau. Jürgen Hunold von der Air Berlin, dem haben Sie auch mal Geld besorgt, als es knapp war, ne? Ja. Für eine Anleihe, ja. Wer noch? Herr Grünberg von ABB. Richtig. Also durchaus honorige Kräfte der deutschen Wirtschaft. Genau. Fragen Sie die auch mal um Rat, so ein bisschen so wie so ein Onkel? Oder lieber nicht? Der Herr Dr. von Grünberg zum Beispiel oder auch Herr Thoma, der Deutsche Bankaufsichtsrat ist Deutschland-Chef der Kanzlei Sherman Sterling, sind beide bei uns im Aufsichtsrat. Wir haben ein One-Tier-Board, wie man so schon sagt. Also es gibt nicht getrennt Aufsichtsrat und Vorstand, sondern es gibt ein Board, wo es also nicht exekutive und exekutive Mitglieder gibt. Und das tagt einmal im Monat. Und anlässlich dieser Board-Sitzung wird eben monatlich berichtet über die aktuelle Geschäftsentwicklung, über Budget, über Investitionen, über Entwicklung in den Tochterfirmen. Und das sind meistens relativ detaillierte und intensive Sitzungen, die 6, 8, 10 Stunden dauern, wo dann auch kritische Fragen gestellt werden und große Investitionsentscheidungen in dem Board verabschiedet und entschieden werden. Und Sie leben in London? Richtig. Ja. Da sollen die Mietpreise so exorbitant sein, hört man. Das stimmt auch, ja. Da ist alles leider sehr teuer. Warum wohnen Sie nicht in Ihrer Heimat, die Ihnen so viel Liebe und Mitgefühl über Jahre geschenkt hat? Ich bin seit jetzt vielen Jahren im internationalen Finanzgeschäft tätig und dort ist es so, dass London als Standort eigentlich alternativlos ist in Europa, denn London ist ein unglaublicher Schmelztiegel, wo man auf sehr engen Raum sehr konzentriert alle Marktteilnehmer findet, Investoren, Banken, dann der Talentpool in dem Investment- und Bankgeschäft und natürlich auch Unternehmer, internationale Unternehmer, ob es aus Asien ist, aus Afrika, aus Indien, aus Russland, aus Amerika, alle sind entweder regelmäßig in London oder reisen durch London oder treffen sich dort. Das ist also wirklich eine Drehscheibe und von daher war es für mich persönlich sehr wichtig, dort in diesem Umfeld mich niederzulassen, um eben direkt den Fühler am Markt zu haben und vor allen Dingen die Möglichkeit zu haben, im persönlichen Gespräch mit all diesen Marktteilnehmern Kontakte aufzubauen und zu halten. Also diese Strategie des persönlichen Gesprächs, das zieht sich so ein bisschen durch ihr Geschäftsleben. Ne? Auf jeden Fall. Vom Chinesen in der Altstadt bis jetzt, irgendwie haben die Absolut. Leute immer so im Nahkampf. Absolut, ja. Das ist das. Zum einen glaube ich ganz fest daran, dass die persönliche Beziehung, das Pflegen, das Aufbauen, das Entwickeln von persönlichen Beziehungen, Vertrauensbeziehungen letztendlich eine ganz, ganz wichtige Basis für geschäftlichen Erfolg ist. Und das ist für mich die Basis schlechthin, auf der ich mein Geschäft entwickelt habe in den letzten Jahren und auch weiterentwickle. Zum anderen ist es aber auch so, dass mir persönlich dieser Teil des Geschäfts besonders viel Spaß macht und ich viel lieber in dieser Form Geschäfte mache und entwickle, als mit 20 Anwälten und Analysten rein anonyme Strukturen und Prozesse zu verarbeiten und durchzuführen. Und deswegen ist die Antwort ganz klar ja. Also für mich auf jeden Fall ist der Faktor persönliche Beziehung ganz entscheidend und extrem wichtig. Brauchen Sie noch einen Vertriebsmanager? Vertriebsmanager sind ich würde sogar sagen, weil ich selber eigentlich eher Vertriebsmensch bin. Es ist aus meiner Sicht, und da stimmen viele in meinem Unternehmen mir manchmal auch nicht zu, aber aus meiner Sicht ist es das Wichtigste überhaupt, weil letztendlich
kann man die defensiven Funktionen wie Legal, Risikomanagement, Finanzen, Analyse eigentlich immer aufbauen, entwickeln, nachziehen oder auch nicht so schwierig erweitern. Aber gute und motivierte Vertriebsleute zu finden, ist immer und auch in jeder Branche schwierig. Und wenn man die hat, ist es extrem wertvoll, weil Vertrieb ist keine Wissenschaft. Ich würde sagen, Risikomanagement ist eine Wissenschaft, aber Vertrieb ist nicht, ist eben keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Und da kommt es eben nicht nur auf harte Faktoren an, sondern eben noch viel mehr auf weiche Faktoren, auf Psychologie, auf emotionale Intelligenz. Und deswegen ist es so komplex und schwierig. Und erfolgreicher Vertriebsmann zu sein, ist eine Gabe. Deswegen ist für mich ist immer extrem wichtig, wenn ich solche Leute entdecke, die im Unternehmen habe, dass ich die möglichst halte und motiviere und denen alle möglichen Chancen gebe, sich weiterzuentwickeln. Und wir durften uns heute, ja, vor dem ganzen Saal voll Künstlern unterhalten. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank an Lars Windhorst für die offenen Worte. Letzte Frage, wie geht das am Sonntag aus? Ich glaube als Optimist natürlich, dass Deutschland gewinnt. Jetzt aber auch nochmal ein konkretes Ergebnis. Ich gehe damit dann zu OZ und sage, wenn der Windhorst das sagt, dann stimmt das bestimmt. 2-1 für Deutschland. Also, sehr origineller Tipp. Aber okay, immerhin, ja, den nehmen wir. Wer ist Ihr Lieblingsspieler? Gibt es so einen, wo Sie sagen, ey, cooler Hund? Gibt's nicht. Lieblingsspieler habe ich nicht. Nein. Das ändert sich ja auch. Sind ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft oder beim letzten Spiel konnte man ja auch dann Spieler sehen, die ich vorher wenig oder kaum kannte, zumal ich auch nicht so viel vom Fernseher sitze und Fußball schaue normalerweise. Aber es gibt natürlich die Klassiker wie Klose oder mittlerweile Müller, aber es gibt auch viele neue Talente, die sich enorm überraschend gut dort bewährt haben. Deutschland ist ein ewiger Talentepool. Lars Windhorst, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke. Mann, 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 der hat schon was hinter sich, wa? Mit 37, nicht schlecht. So, Sie ziehen sich jetzt mal so einen ganz coolen Hoodie an, ja, idealerweise mit irgendeiner total abgefahrenen Aufschrift, weil ich glaube um 19.30 Uhr geht's los. Aber um 18.30 Uhr wird der Laden schon aufgemacht, das Spindler und Klatz, totale In-Location. Ja, vielleicht ist Helene Fischer da, mal schauen, ja, würde mich sehr freuen. Ja? Atemlos. Gut, okay, das am Sonntag dann wieder vorm Finale. Meine Damen und Herren, wir sehen uns dann da pünktlich um 19.30 Uhr zur Eröffnung. Es wird gerade, wenn das Wetter noch so ist, wie ich es zuletzt erlebt habe, ein großartiger Abend, wenn über der Spree die Sonne untergeht und man hat dann so eine kühle Molle in der Hand und drinnen kann man ein bisschen Tischfußball spielen und andere kleine netzwerkende Unsinnigkeiten machen. Also ich freue mich, wie man hier in der Hauptstadt sagt, wir sehen uns in anderthalb Stunden. Ja? Bis dahin viel Spaß und sehen Sie zu, dass Sie alle rüberkommen. Vielen Dank.